Und das werden wir jetzt machen. Und der erste Schritt, den wir machen, und das ist eigentlich 99%, ist so, dass wir unser Bild einmal fettig machen müssen, weil wir natürlich nass in nass malen, also Öl nass in nass, und da muss das ein bisschen fettig sein, dass die Farbe besser rutscht. Und dazu nehmen wir ein Stück von der Küchenrolle oder ein Papier. Ihr könnt auch einen Schwamm verwenden, das ist nicht so tragisch, was ihr zur Hand habt. Und mit dem tauche ich ein bisschen in mein Malmittel und mit dem werde ich das Bild einstreichen. Ihr habt eine leichte Möglichkeit zu testen, ob es zu viel oder zu wenig ist. Mit der trockenen Hand, ihr habt jetzt die Handschuhe an, aber das ist nicht so tragisch. Ich weiß ja, was ich gemacht habe, aber so streicht man kurz drüber, ist die Hand nass, dann habt ihr zu viel drauf. Bitte das wieder mit einem Stück trockenes Papier, das vorsichtshalber noch einmal wegwischen. So, Farben habe ich auch hergerichtet. Auf meiner Palette habe ich Titanweiß. Dann habe ich Cadmiumgelb, Ocker, Siena gebrannt, Karmesinrot, Patalloblau, Preußischblau und etwas Schwarz. Großer Pinsel, mit dem großen Pinsel beginne ich jetzt zum Einstreichen. Das heißt, ich nehme den großen Pinsel und tauche mit der Ecke ein bisschen in Rot, ein bisschen rauswischen. So, schön rausziehen. Das soll nicht flüssig sein, sondern nur dünner die Farbe. Wenn es flüssig ist, ist es zu viel. Und dann beginne ich leicht und locker da in der Mitte auf mein Schwarz, mein schönes Karmesinrot. Danach gehe ich gleich ins Patalloblau, bisschen Patalloblau, mein Karmesinrot vermischen. Das stört uns überhaupt nicht. Man sieht das schwer, das ist ganz logisch, aber das ist ja jetzt nicht tragisch. Das muss man auch nicht sehen. Wichtig ist, dass natürlich Farbe drauf ist. Und das ist ja. Und als letzte Farbe nehme ich mir etwas vom Preußischblau und beginne außen schönes Preußischblau aufzutragen, wenn man seitlich drauf schaut. So, ein bisschen. Bisschen Farbe. So. Wenn wir das haben, und das ist ja natürlich nicht trocken, ist ja Ölfarbe. Das braucht ein bisschen länger, ist ganz klar. Aber dann nehme ich mir eine Vorlage. Ich habe mir da so eine Palette zurechtgelegt. Und die lege ich eigentlich jetzt schön auf mein Bild. Als Anhaltspunkt draufhalten. Fächerpinsel. Und mein Fächerpinsel nehme ich da schön weiße Farbe aufzutragen. Locker. Muss man gar nicht so sparen, wenn wir brauchen. Vorderseite, Rückseite und schön locker einmal durch. So, einmal durch. Dann nehmen wir das Ganze weg. Dann haben wir ein schönes Oval. Pinsel auf Seite. So, großer Pinsel und jetzt beginnen wir. Nehmt euch ein Stück Papier. So, und jetzt beginne ich schön die weiße Farbe nach außen wegzuheben. Einmal durch, locker vom Hocker strahlen wir unser Bild. Wichtig ist immer, Pinsel abwischen, weil sonst habt ihr die weiße Farbe natürlich alles im Bild. Das wollen wir nicht hundertprozentig. So. Bisschen weicher machen, bisschen nacharbeiten. So, mit Fächerpinsel tauche ich ein bisschen in meinen Verdünner und dann klopfe ich mit ein bisschen verdünnte Farbe in das Weiß. Also so schaut das aus. Bisschen klopfen. Aber wie gesagt, beim Verdünner aufpassen ist natürlich ganz gefährlich. Das soll nicht nass sein. Das soll nur dünnere Farbe werden. Etwas klopfen.
und mit meinem Malmesser gehe jetzt her und mache da ein paar Sternteile in mein Außenfeld. Wenn man ein bisschen reinspritzt, das macht auch nichts. Aber ein bisschen durcharbeiten. Und dann beginne ich ganz einfach ein bisschen mit weißer Farbe und werde ich da mit weißer Farbe ein bisschen weiß auftragen. Schön kleine Pinselstriche und neben den Weißen nehmen wir gleich ein bisschen was vom Gelb. Bisschen. Aufpassen, Gelb, Blau, Schwarz, das wird alles gleich grün. Da muss man ein bisschen vorsichtiger sein, aber stört mich jetzt nicht hundertprozentig. Bisschen Ocker. Bisschen Ocker. Und ein bisschen Sienna. Ein bisschen Sienna. Sienna ist ein schönes Braun. Können wir wieder reingeben. Ein bisschen. So, einmal durch. Unterseite dasselbe. Ein bisschen Weiß. Machen wir da. Ein bisschen Gelb. Bisschen Ocker. Bisschen Sienna. Pinsel abwischen. Sogar ein bisschen ein paar dünner waschen. Trocken wischen, das ist halt wichtig. Bisschen trocknen. Und jetzt beginnen wir, die Farben ein bisschen miteinander zu vermischen, zu verblenden. Weicher machen, softer. Schön locker, schneckenförmig werde ich immer größer. Aber die Farben durch miteinander verarbeiten, zusammenmischen. Locker, schön miteinander verblenden, verarbeiten. Weicher machen. Auf der Unterseite natürlich dasselbe. Großen Landschaftspinsel. Schön locker und leicht ein bisschen Farbe. Weicher machen, Pinselstriche wegnehmen, wenn es geht. Eher waagrecht wischen, nicht hundertprozentig. Kreuz und quer, sondern wirklich schauen, dass ihr waagrecht verblendet. Einen leichten Stein, was man da drinnen. Unterseiten natürlich gleich mitmachen. Dann nehme ich mal. Wir haben das Schwarz-Malmesser, ein bisschen schwarz ausquetschen, ein bisschen, nehmen wir ein bisschen schwarz, ein bisschen preußischblau in das Schwarz, etwas finstere Farbe, ausquetschen, gerade aufstellen, wegkratzen, schöne Rolle und dann sage ich, ja da ungefähr, da setzen wir einfach schön das Malmesser auf. Und gestalten da ein bisschen Berge schön locker rutschen lassen, euer Malmesser. Nur nicht zu streng sein, ein bisschen drauf nehmen. Wenn es zu viel Farbe ist, oder es sollte ja nicht zu viel Farbe sein, es sollte ja nur der Untergrund der Berge, bitte nimmst das Malmesser, was zu viel ist, dass sie ein bisschen wegkratzen. Ja. Ihr habt so viel Farbe im Untergrund, nehmt das ein bisschen weg. Dass wir schön die Berge sehen. Wir bleiben natürlich beim Malmesser und nehmen uns ein bisschen ein Weiß.
Aber das Tönchen etwas ab mit ein bisschen schmutzigem, mit Metalloblau, etwas bläulicher, vielleicht sogar ein bisschen Ocker dazu, ein bisschen schmutzigen Schnee, nicht so strahlend. Ein wieder quetschen, gerade aufstellen, wegkratzen, abschneiden, eine Rolle eine kleine, dann funktioniert das. Und dann gehen wir einfach her und beginnen wir auf der, machen wir mal die rechte Seite, aufsetzen und leicht und locker ein bisschen nach links wegzittern. Ja. Wenn ich da zittere, ist es so, dass ich das Bild eigentlich oder die Berge ja fast gar nicht berühre. Ja, also wirklich ganz, ganz wenig. Malmesser abwischen. Das ist berühren und auch nicht berühren. Ja, also wirklich wichtig ist, das Daumen, Zeigefinger zu halten. Locker. Ja, aufsetzen und dann rutscht sie ein bisschen mit dem Malmesser nach rechts weg. Wichtig dabei ist halt immer wieder, dass alles so in der Mitte ungefähr geteilt ist von den Bergspitzen, ja, und immer ein bisschen nach rechts wischen. Jetzt ist es rechts, man kann es natürlich weiß beginnen nach links, das ist Geschmackssache, aber wir haben jetzt natürlich die rechte Seite aus Licht ausgesucht, folgedessen gehen wir ein bisschen immer mit der Bewegung vom Malmesser nach rechts. Ja. Und wenn ich aufsetze, bin ich, der Stiel ist steil und dann seid ihr flach. Ja, also das ist immer so leicht bewegen. Und auf der Schattenseite drehe ich das Malmesser um, nehme den kleinen Teil und hole mir mehr oder weniger ein bisschen Farbe von meinem schönen Weiß, das ich da drauf gegeben habe, und kratze und wische ein bisschen die Farbe nach links weg. Ja, das ist wieder wichtig, dass ihr ein bisschen da nach links arbeitet mit dem Malmesser, ein bisschen Farbe mitnehmen und schön locker ein bisschen nach links rauswischen. So, etwas, ja. Locker wegkratzen, wegwischen. So, fertig. Viel mehr brauchen wir gar nicht machen. Ihr nehmt euch auf dem Palette mit der Ecke, nehme ich mir ein bisschen Weiß, da klopfe ich, schlagen, ein bisschen klopfen. Und auf der Unterseite von meinen Bergen klopfe ich ein bisschen das Weiß hinein. Da ein bisschen und da ein bisschen. Wie gesagt, nehmt einen Millimeter von eurer dunklen Farbe ein bisschen mit. Ein bisschen den Dunst reinschlagen. Wieder abwischen. Und den Nebel, den Dunst, den müssen wir nach oben wegheben. Ja? Also einfach hergehen und schön locker von unten nach oben ein bisschen wegheben in Richtung der Berge, aber bitte nicht die Berge oben rauskommen. Ihr solltet nur den Nebel oder die Unterseite eurer Berge. Wir nehmen uns wieder einen Fächerpinsel, nehmen uns die gemischte dunkle Farbe, die wir für den Untergrund der Berge gehabt haben, das ist das Schwarz und das Blau, ein bisschen preußisch, ein bisschen schwarz, wedeln. Ja, ein bisschen durchwedeln auf eurer Palette mit dem Fächerpinsel und dann beginne ich einfach wieder schön zu punktieren. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann machen wir mal ein Ende da hinten. Das heißt, da haben wir viele, viele Bäume. Wichtig dabei ist wirklich punktieren, nicht wischen. Das Problem ist, wenn ihr wischt, dann habt ihr das und das ist natürlich nicht so schön. Sondern ihr solltet schon den Eindruck von Bäumen bekommen. Und das geht natürlich wirklich wunderbar mit Klopfen. Schön ausarbeiten. Ja, da kann man fast bis am Rand unseres Bildes gehen. Kann man da schön zumachen. Machen wir dasselbe da. Ein bisschen. Und wieder dasselbe. Das heißt, Fächerpinsel auf die Seite. Großer Pinsel, etwas weiß wieder klopfen. Unterseiten bei euren Bäumen beginnt ihr da das Weiß reinzuschlagen. Nehmt den Pinsel weit hinten. Ja. Ihr tut es euch leichter beim Klopfen und dann klopfen wir da ein bisschen an Dunst, an Nebel.
in unser Bild. Schau, schön locker durchschlagen. Muss nicht sauber machen, abwischen, Pinsel weit vorne nehmen, am Spitz. Und dann hebe ich die Farbe in meine Bäume. Schau, das Weiß ziehen wir in die Farbe ein bisschen hinein. Aber ganz vorsichtig, nicht aufdrücken, nicht verwischen, nicht bei den Bäumen oben rausgehen, sondern einfach schön nach oben heben. Da auf der Unterseite, das kann man ein bisschen wegwischen, das ist nicht so tragisch. So, Malmesser. Mit Malmesser nehmen wir uns ein bisschen eine weiße Farbe jetzt auf. Wieder quetschen, schön ausziehen, kann ruhig ein bisschen Korb dabei sein. Das ist nicht so tragisch. Aufstellen, gerade aufstellen, wegkratzen, abschneiden, Rolle. Und dann nehmt ihr die Hälfte oder ein bisschen von euren wunderschönen Nebel. Den nehmt ihr ein bisschen weg, auflegen das Malmesser und dann rutsche ich mit meinem Malmesser ganz leicht in die Mitte meines Bildes. Wieder weiße Farbe. Und dann dasselbe noch einmal. Schön locker. Ich sage es immer gern dazu, es ist natürlich, sollte man ein bisschen, oder ein Nadelbaum, der will gar nicht Tanne sagen, weil sonst beschweren sich wieder ein paar, aber den stellen wir da her, schau, der steht da, mit da noch einmal Punkte, das ist die Leitlinie für meinen Fächerpinsel, einfach aufstehen, schön dunkel und mit der Ecke, ja, mit dieser Ecke quer zum Bild, beginnt sie kleine Punkte zu machen. Punkt, 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 Punkt. Immer größer, größer, größer. Und wenn der Fächerpinsel oder die Äste so breit sind wie mein Fächerpinsel, dann könnt ihr gerade auf das Bild gehen. Ja, schön gerade punktieren. Schau, geht bis da runter. Habt ihr aber eh gewusst, glaube ich. Ja. Und dass er nicht so in der Mitte vom Bild steht, natürlich, müssen wir da auf der Seite, müssen da mal gar nichts, aber da stellen wir noch einen dazu, da machen wir auch zu. Schön locker punktieren. Ich möchte nicht so weit rausmalen von meinem Rahmen. Der Eindruck da hinten sollte ja erhalten bleiben. Da machen wir ein bisschen zu. Und auf der drüben Seite werden wir natürlich auch zumachen, weil es so einfach ist. Da schau, genau da steht er. Das habt ihr aber gewusst, oder? Oder gesehen. Schön drücken, vorsichtig. Nicht zu weit rauskommen, so schön. Einfach. So. Reinweiß sollte man immer ein bisschen aufpassen, weil wenn ich reinweiß arbeite, weiß über weiß geht nicht mehr. Ja, also das heißt, ich muss immer ein bisschen abstufen. Möchte ich was ausbessern, brauche ich mehr Licht, kann ich immer ein bisschen Weiß dazugeben. Wenn ich aber schon mit Weiß begonnen habe, Weiß über Weiß, kann ich dann immer mehr ausbessern. Das heißt, wir haben da ein bisschen was Blau drin, aber in dem Moment, wo ich auf mein Bild gehe, ist es ja trotzdem Weiß. Ja, so ist es ja nicht. Das ist, wie gesagt, die Farbe ist mit Malmittel etwas batziger gemacht worden, so ein bisschen Joghurt ähnlich. Ja, und mit den tue ich ganz locker und leicht ein bisschen meinen Schnee auf meine Bäume geben. Ja. Und natürlich auf der rechten Seite haben wir natürlich das Gleiche. Ein bisschen. Nicht übertreiben, das ist auch immer wichtig, sondern wirklich schön locker, einfach ein bisschen drüber ziehen. Großen Pinsel nehme ich mir da etwas Farbe mit. Schau, einen Zentimeter vom Weiß ziehe ich einfach senkrecht nach unten weg. So, da dasselbe, ein bisschen wegwischen. Senkrecht nach unten, ein bisschen verblenden, ein bisschen drüber wischen. Ganz zart, leicht, locker, nicht verwischen, dass wir den Rand haben. Mit dem Malmesser schönes Weiß aufnehmen und da entlang vom Ufer ein bisschen Weiß auftragen. Schau. Schön locker und zart. Ist ja kalt, es ist ja frostig da. Ja, ein bisschen. Auf der Unterseite bei den Bäumen kommt jetzt da wieder Malmesser, weiße Farbe.
weiße Farbe aufsetzen und ein bisschen in das Gelände ziehen. Ein bisschen. Wieder weiße Farbe und ein bisschen wegwischen. Locker. Ihr braucht keine Angst haben. Es passiert euch gar nichts. Es kann nur schön werden. Schaut auf der Kante wieder kürzen, wegnehmen, nach unten ein bisschen wegwischen, abschneiden, leicht und locker verwischen, ganz zart, 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 zart. Bisschen weiße Farbe wieder, Malmesser, hoppala, das war nix. Weiße Farbe, Malmesser und wieder die Uferkante ein bisschen formen. Bisschen. Das ist fast wie Schneiden, wie wenn ich ein Messer in der Hand hätte und ich schneide ein bisschen in mein Bild. Auf der drüberen Seite machen wir das Gleiche, da brauchen wir auch ein bisschen Land, vielleicht nicht so viel, locker. Locker vom Hocker, wieder aufsetzen, wegziehen, aufsetzen, wegziehen und ein bisschen verwischen. Schau. Ah, da habe ich jetzt. Malmesser, weiße Farbe und wieder mein Ufer gestalten. Leicht und locker. So schnell, so einfach. Ja? Wenn man ein bisschen will oder ein bisschen tut, ja, ihr braucht da wirklich keine Angst haben. Das ist wirklich nur, ihr müsst es einfach tun. Das ist halt wichtig und spielen und learning by doing. Ja? Das ist halt immer wieder dasselbe. Geht nur so. Und dann kann man wirklich schön arbeiten und schön dahin. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Aber ich kann ja da zum Beispiel jetzt noch einmal ein bisschen Land dazugeben. Schau, mit meinem Malmesser ein bisschen rausarbeiten. Locker stellen wir da einen Baum rein. Den Rest lassen wir offen. So. Großer Flachpinsel. Und dann nehmen wir jetzt wieder, ja, bleiben wir bei den Farben, bleiben wir bei den gemischten dunklen Farben. Da steht der Baum und dann hätte ich gesagt, der beginnt da oben. Schau, mit der schmalen Seite einfach aufsetzen und je weiter ihr runterrutscht, umso stärker müsst ihr mit dem Pinsel aufdrücken. Einmal und einer allein ist ja auch nicht so schön. Das heißt, wir stellen da noch, na ja, stellen wir da einen. Einen zweiten dazu. So, eins, zwei. Etwas Malmesser. Kleine Rolle. Auf der rechten Seite lassen wir es ein bisschen schneien. Das heißt, es ist ja kalt und frostig. Und dann setzen wir auf der rechten Seite ein bisschen an Schnee drauf. Ganz locker. Easy. Natürlich. Am zweiten brauchen wir das natürlich auch. Ist ja logisch. Es ist kalt, frostig. Der Wind ist gegangen und dann hat es da ziemlich hingeweht. Ein Schlepper brauchen wir, das heißt, das ist der kleine Schlepper, der dünne. Malmittel, die Farbe wirklich sehr, sehr dünn machen. Wirklich sehr, sehr dünn. Und dann beginnt sie einfach ein paar Äste oder Zweige hin und her wischen, aber immer Daumen, Zeigefinger drehen, drehen, drehen und beim Rausdrehen drehe ich den Pinsel zusammen auf einen Spitz. Und dann kann ich beginnen, da wirklich schöne Äste zu formen. Schau, schön locker und zart. Und da ist einer, und da ist einer, und da ist einer. Aber das habt ihr eher gesehen, da muss ich gar nicht so viel. Da muss ich gar nicht. Ein bisschen und da ein bisschen. Den werden wir ein bisschen rausholen müssen, weil der versteckt sich da
etwas in meinem schönen Bild. Das geht gar nicht. Aber locker, 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 locker. Wenn die Farbe zu dick ist, ja, dann geht sie nicht vom Pinsel runter. Und dann müsst ihr stärker aufdrücken und dann werden eure Äste immer eher dick. Ja, das heißt, schaut, dass die Farbe wirklich dünn ist. Natürlich laufen soll es nicht. Also das heißt, flüssig darf sie nicht sein. Da, schau, wenn da Tropfen runterlaufen würden, dann wäre das zu dünn. Ja, also das heißt, es soll schon cremig sein, dünn sein, so weit wie möglich, aber nicht flüssig. Dann punktiere ich mit verdünnter Pinsel, also mit Malmittel verdünnt, punktiere ich in mein Weiß und dann gebe ich natürlich auf die Oberkante meiner Äste ein bisschen an Schnee drauf. Schön punktieren, nicht streichen. Da liegt ein bisschen mehr. Aber da dann ein bisschen durchpunktieren. Immer aufpassen, wo der Schnee drauf liegt, gell? Weil überall kann er nicht liegen. Ja? Das heißt, wenn es zu steil ist, dann dürft ihr dort natürlich keinen Schnee hinmachen. Und da kann er ja nicht liegen bleiben. Und zum Beispiel in den Astgabeln natürlich funktioniert das schon recht gut. So, schön punktieren. Ist natürlich auch noch interessant, wenn man das macht, weil man natürlich dort, wo man jetzt die Äste nicht hundertprozentig sieht, weil der Kontrast nicht da ist, aber wenn man Schnee drauf gibt, dann holen wir uns die Äste schon wieder, gerade im dunklen Bereich, wieder hervor. Und das ist natürlich das Schöne. So, ein bisschen. Ja, mit den Ästen wäre an und für sich soweit fertig. Was mir jetzt noch fehlt, ist natürlich die Signatur, sollte man immer wieder drauf geben. Jetzt ist es halt eher moderner, das wird immer moderner, dass nicht vorne signiert wird, sondern eher hinten am Bild. Weil viele sagen, das zerstört den Charakter des Bildes. Aber ich finde halt immer wieder, meistens Charakter, das ist mein Bild, das ist mein Kunstwerk. Und dann kann ich ja die Signatur drauf geben, wo ich will oder wo ich glaube, dass ich es will. Und wenn wer das Bild nicht kaufen möchte, weil vorne mein Name draufsteht, ja, dann ist er eh selber schuld. Aber ich signiere trotzdem weiter vorne. Und ganz gut ist auch immer wieder, wenn man dazu schreibt, wann man es gemalt hat, weil glaubt mir, es kommt die Zeit, wenn ihr eure Bilder betrachtet, wo ihr dann euch ärgert und sagt, wann habe ich das gemalt oder wie viele Jahre ist das schon alt? Und man weiß es dann nicht mehr. Und dann ist man oft traurig. Dafür sage ich, bitte den Jahreszahl draufschreiben, ist nichts verhaut, im Gegenteil, macht es recht schön. So, ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht, bis zum nächsten Mal. Und ja, probiert das Bild nachzumalen, wirklich nicht schwer, es sind nur ein paar Farben, die ihr dazu braucht. Und ihr werdet sehen, wie leicht oder wie einfach es wirklich funktioniert. Ja, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.